Es ist der 12.12.2015. Der Wind weht mit Stärke 5 bis 6 aus West-Nordwest. Die Blickrichtung ist Südost, das heißt, wir haben den Wind im Rücken oder von links. Dieser Fußgänger, der mit etwa 4 km/h unterwegs ist, wird von der anbrennenden Strömung gegen den Wind spielend überholt. Die Geschwindigkeit des auflaufenden Wassers beträgt etwa 2,5 bis 3,5 Meter pro Sekunde, das heißt im Schnitt 10,8 km/h. In Richtung Südspitze frischt die Brandung deutlich auf. Der Wind hat Richtung Norden gedreht und kräuselt die Wasseroberfläche. Die Strömung läuft ungehindert gegen den Wind. Die vor uns liegende Wasserfläche füllt sich pro Tidenhub, das heißt in 6 Stunden, mit 11 bis 14 Millionen Kubikmetern Wasser. Das heißt, die Strömung behält immer die Oberhand. Hier sehen wir ein neu eingezäuntes Dünenrefugium. Am 10. und 11. Dezember 2015 hat der Wind weitgehend aus Süd-Südwest geweht und es hat sich viel Sand angelagert. Die hier erkennbare Anwehung zeigt, dass die Natur in 2 Tagen schaffen kann, was hinter dem Längswerk in 13 Monaten erreicht werden konnte.
Hier war bei einem Spaziergang am 9. Dezember noch die Kleisohle, auf der die Düne gestanden hat, erkennbar. Mittlerweile ist dieser Bereich versandet. Da eine Kleisohle das Produkt jahrzehnte- und jahrhundertelanger Verrottungsprozesse ist, wird sie nicht wiederherzustellen sein. An den Dünen mutiert der Südwind in Zusammenhang mit der durch die Querwerke gedrehten Strömung zur Zentrifuge. Die Dünen sind bogenförmig ausgespült. Nordöstlich und nördlich des künstlichen Strudels ist das Anlanden von Sand wieder möglich. Sand aus Norden ist hier offensichtlich nicht willkommen. Er wird durch die Querwerke wirksam abgeschirmt. Am Wochenende finden offenbar keine Strandbegehungen statt, sodass die Spuren von Traktoren und Geländemotorikern versandet sind. Die Hörnum Odde muss nicht untergehen. Man muss dafür sorgen, dass der Sand auch von Norden anlanden kann.